So, da sind wir wieder bei Overrock Talk Castlevania Lords of Shadow. Und beim letzten Mal hatten wir ja echt dieses fiese Titan, den fiesen Titanenfriedhof geknackt. Ja, okay. Und jetzt müssen wir die Feuerspitze hier machen. Powerful necromancers have used this once sacred ground to build an army of the dead. Conquering nearby lands, legions of zombies have devoured the living and given rise to this desolation. No man has traveled here without meeting death. Gabriel now faces his toughest challenge. He now bangs his fists on the very doors of hell on earth, and the Lord who commands here is listening, waiting for him, smiling. Tja, ich weiß, ich frage mich ja immer, woher Sobek das weiß. Schau mal. Das sieht schon übel aus. Oh, der Pan. Hallo, Pan. Der kommt doch überall hin, oder? Voll der Weltenbummler. It appears that our paths cross once more. But one path must end here. I grow tired of your riddles. Speak clearly for once. Nothing is ever completely clear, warrior. You are shrouded in darkness. You act as though blind to the truth. Let me enlighten you. Cool. Let's see how powerful you are without your magic. Ja, hallo, hallo, ja. Der Silberkrieger, wie geil sieht der denn bitte aus? Und ich habe meinen Kristall verbraten, das ist immer gut. Pan, der einst als Gott verehrt wurde, nimmt diese Gestalt nur sehr selten an, da er es vorzieht, in Frieden zu leben und alles Lebende zu schützen. Die magische Silberrüstung ist ein Überbleibsel aus der Antike, ein Werkzeug, um die Kräfte des Bösen zu bekämpfen, das er Jahrhunderte nicht mehr getragen hat. Jetzt schmückt Pan seinen Körper notgedrungen mit dieser uralten Rüstung, um Gabriel ein letztes Mal zu prüfen. Pan vertraut auf Gott, denn kein falscher Ritter kann diese Waffenprobe überleben. Der Verlierer wird nach dem Willen Gottes das letzte Opfer bringen. Okay, das ist ein bisschen traurig. Ich will mit Pan eigentlich gar nicht kämpfen. Du. Und dann, oh, und dann noch ohne. Und dann noch ohne Kräfte. Das ist nicht, oh. Scheiße, Alter. Da müssen wir viel mit Blocken kämpfen. So. So. Dann kriegen wir das auch hin. So. Wow. Wow. Woll. Danke. Jetzt wird es natürlich umso härter. Alter. Nein. So. Hey.
Alter, da muss ich ausweichen, wenn sowas kommt. So, hier bitte. Nein, da kann ich nicht. So, bitteschön. Alter, der trifft mich immer wieder. So. Au. Oh, Alter. Das kannst du nicht machen. So, bitteschön. Bitteschön. Und noch mal ein bisschen hier. Und noch mal. Wir müssen ihn also immer mit dem Element verletzen, was er gerade angenommen hat. Alter, diese Blöcke sind schon geil. So, bitteschön. Oh, geil. Das ist ein echt cooler Kampf, muss ich sagen. Ich kann natürlich nicht so viel reden, weil ich mich konzentrieren muss. Aber die Blöcke gehen schon. Ich kann seine Angriffe ganz gut voraussehen, muss ich sagen. Okay. Was geht denn jetzt ab? Ja. Alter. Mist. Gibt's doch nicht. Okay. Hallo? So, geblockt. Oh, dieser Angriff ist echt übel, der. Da musst du echt schnell sein. Und irgendwie kriege ich keine Schattenmagie mehr dazu. Komischerweise. So, bitteschön. So, komm schon. So, habe ich dich jetzt? If you don't kill me, you won't be prepared to fulfill your destiny. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Wann zum Teufel muss ich drücken? Jawohl! Au! Armer Pan. Why? Why did you make me fight you? Because this is how it must be. We must all make sacrifices in order to find redemption. No, I did not want this. I did not ask for this. Blood must be spilt for this path to be opened to you. I accept my fate. Can you accept yours? I am not worthy. I am not of pure heart.
Tja, der Pan wird uns auf jeden Fall nicht mehr helfen. Der existiert nämlich nicht mehr. Das war heftig. Puh, und ich denke mal, wir setzen direkt die Mission fort. So, was haben wir denn? Feuerfriedhof. Ja, das hört sich immer besser an. Ich bin total gespannt, was da kommt. So, the old god is dead. It has come to this at last. The blood of a god has opened the way. Good, Gabriel, very good. There is only one true god, and all usurpers must be cast aside, though Pan's sacrifice was not in vain. Now our warrior of light can proceed to his final destiny. The Lord of the Dead is the most powerful of the Lords of Shadow. Gabriel will need every ounce of his being to defeat him. I worry for him, though. His mind is tired, broken even. He questions his faith, he questions his heart. Can he succeed? Come, my friend, just a bit further, and you shall see your Marie again. Das hoffen wir doch. Aber alles für Marie, ey. Das ist ziemlich heftig, was wir hier für unsere Verblichene tun. Dann gehen wir doch mal direkt diesen Pfad hier entlang. Oha. Und direkt eine Mega-Klippe. Ja. Ah, scheiße. Scheiße, scheiße. Alter, wer kann das denn wissen? Na, es ist ja... Es fängt wieder gut an. So, ich werde mal zurückgehen hier und dann nochmal. So, jetzt schnell. So, hoch da. Ist ja wieder furchtbar hier. Und ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo nochmal so eine Lebensstatue finden. So eine Kletterpartie hier. Und da hinten sehe ich noch mehr Kletterpassagen, die bröckelig sind. Dummerweise. Oh nein. Was sind das denn für Viecher? Die sehen etwas ekelhaft aus, muss ich mal sagen. Kann ich die denn mit Dolchen kaputt machen? Es geht sogar. Was machen die denn? Oh Gott, Igitt. Das sind echte Zombies diesmal. Zombies sind die einfachsten Geschöpfe eines Meisternekromanten und bilden das Grundgerüst der Armee des Fürsten der Toten. Diese reanimierten Leichen sind ein Mischmasch aus verschiedenen Körperteilen, die zu mehr oder weniger menschlichen Gestalten zusammengenäht wurden. Man kann durchaus auch Zombies begegnen, die mehr als einen Kopf oder zahlreiche Arme besitzen. Zombie-Kadaver sind äußerst anfällig und schwach, also greifen sie gewöhnlich in großen Gruppen an, um den Feind mit ihrer schieren Zahl zu überwältigen. Das haben Zombies so an sich. Interessant. So, das ist ja mal... Warte mal. Ich glaube, da gehe ich lang. Auch wenn es total gefährlich aussieht, ich muss da lang. Ach du Scheiße. Los, rüber da. Und wo dann? Okay. Müssen wir da runter? Gut. Was? Was ist denn da? Ach du meine Scheiße. Sind wir in den falschen Gang gelaufen? Ist das der Hauptgang hier gewesen? Sieht ganz so aus. Super. Ja. Nee, jetzt habe ich wieder was verpasst. Mist. Aber das kann man ja immer noch nachholen. Wenn ich diese Sachen brauche, die ich da gefunden hätte, dann... Das wäre natürlich jetzt nicht schlecht gewesen. Nochmal ein bisschen Schattenenergie zu kriegen. Da soll ich echt rüber? Komme ich denn von hier ran? Nee. Ich glaube, ich wage einfach mal den Absprung. Ach du Scheiße.
Nein! Ich hab doch gedrückt. Darf doch nicht wahr sein. Brunnen, fülle die... Der Brunnen hat keinen Kopf mehr. Hatten die alle schon keinen Kopf mehr? Oh. Ich hab's sogar ohne Leine geschafft. Nee. Kannst du nicht machen, ey. Was macht der denn hier? Alter, langsam nervt er mich echt. Du Kackvieh. Alter, fuck you. Das sieht aus wie ein Rätsel, habe ich das Gefühl. Das sieht geil aus. Sehen so Nekromanten aus? Oha. Tja, ich weiß noch nicht genau, was mir das sagen soll. Auf jeden Fall gucken wir beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Bye.